Motorradfahren ist ein herrliches Freizeiterlebnis. Ob solo, zu zweit oder in der Gruppe. Das Fahren in einer schönen Landschaft gehört wohl zu den beeindruckendsten Erlebnissen, die man sich mit einem Hobby verschaffen kann. Doch bis ein Fahrer zu solcher Perfektion gelangt, ist ein langer Weg nötig. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch ständige Übung ist notwendig. Denn bekanntlich fällt kein Meister vom Himmel, aber mancher Neuling vom Motorrad. Also reißen wir uns los von den berauschenden Bildern und fangen wir an mit dem dornenreichen Weg zur Vollkommenheit. Später kehren wir noch einmal zurück zu den faszinierenden Bildern dieses Motorradtrips durch Amerika. Das ist versprochen. Da steht sie nun, Ihre Maschine. Bevor Sie losfahren, müssen Sie das Fahrzeug erst einmal auf seine Verkehrssicherheit überprüfen. Ist das Schloss entriegelt? Brennen alle Lichter, vorne und hinten? Leuchtet das Bremslicht bei Fuß- und Handbremse? Und ein Blick gehört der Bereifung. Ist das Profil noch gleichmäßig und tief genug? So, jetzt kann es losgehen. Vorher noch schnell prüfen, ob der Ständer oben eingerastet ist. Und jetzt, vor jeder Übung, nicht vergessen, die ABAB-Regel. Absichern nach hinten, Blinker setzen, anfahren, Blinker zurückstellen. Also immer absichern nach hinten, Blinker, anfahren, Blinker zurück. Damit man auch im langsamen Verkehrsstrom mitschwimmen kann, muss man das Fahren im Schritttempo beherrschen. Dazu muss man etwa 25 Meter weit, so langsam, wie ein Fußgänger geht, fahren können. Die ersten 5 Meter kann man sich einwackeln, aber dann darf man nicht mehr als 30 cm von der Geraden abweichen. Keinesfalls ist es erlaubt, schneller als der Fahrlehrer zu sein oder die Füße zum Abstützen zu benutzen. Die richtige Dosierung von Gas, Kupplung und Bremse will geübt sein. Aber keine Angst, das hat noch jeder geschafft. Fahrzeugbeherrschung ist alles bei solchen Strecken. Darum auf zur nächsten Übung. Sie ist allerdings ein bisschen schwerer als nur Schrittfahren geradeaus. Hier müssen Sie zwischen 6 Leitkegeln im 3,5 Meter Abstand hindurchfahren. Aber halt! Bevor es losgeht, nicht vergessen, immer am Anfang an ABAB denken. Absichern nach hinten, Blinker, anfahren, Blinker zurück. Auch hier ist das Zusammenspiel von Gas, Kupplung und Bremse alles. Das zusätzliche Halten des Gleichgewichtes kann nur mit viel Übung erreicht werden. Was Sie nicht dürfen, schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren, ein Feld auslassen, einen Kegel umwerfen oder einen Fuß absetzen. Alle Übungen, die Sie trainieren, haben ihren Sinn. Das Stop and Go benötigen Sie fast täglich im Berufsverkehr. Bevor Sie losfahren, ja, jetzt wissen Sie es schon, ABAB. Es muss aber nur einmal beim ersten Anfahren sein. Nach ein paar Metern wieder anhalten. Dabei ist das linke Bein das Hauptstützbein. Warum? Beim Berganfahren brauchen Sie nämlich den rechten Fuß für die Fußbremse. Allerdings sollten Sie das Abstützen nach beiden Seiten üben. Warum denn das schon wieder? Das ist keine Schikane, denn wenn die Straße nach einer Seite geneigt ist, stürzt man nach der Bergseite hin ab. Das ist nicht nur bequemer, sondern auch sicherer. Also, wir üben, vorsichtig anfahren, nicht schalten, wir bleiben im ersten Gang, viermal anhalten, Fuß nur im Stand von der Raste nehmen, zweimal nach links, zweimal nach rechts abstützen. Wer enge Kurven fahren will, muss die Geschwindigkeit und Balance in Einklang bringen. Dazu üben wir. Nach dem Anfahren mit ABAB-Regel sind zwei wichtige Dinge zu beachten, damit das Fahren der engen Kurven gelingt. Die Knie müssen fest am Tank anliegen. Körper und Motorrad bilden eine Linie, die schräg zur Fahrbahn steht. Fahren Sie gerade so schnell, dass Sie die Schräglage halten können.
gewöhnen Sie sich nicht an Kreisfahren nur in eine Richtung. Kurvenfahren muss man links und rechts herum beherrschen. Versuchen Sie wirklich einen Kreis zu fahren und kein Ei, auch wenn der 9-Meter-Kreis nicht markiert ist. Lassen Sie die Füße oben, bleiben Sie in Schräglage und im richtigen Gang. Üben Sie, immer mit dem Ziel vor den Augen, die Maschine einmal perfekt zu beherrschen. Es muss ja nicht gleich die Rallye Paris-Dakar sein, die Sie mitmachen wollen. Aber Anfahren in einer Steigung kommt wirklich überall vor. Und den Motor am Berg abwürgen, naja, etwas peinlich ist es schon. Schauen Sie jetzt einmal genau hin, in welcher Reihenfolge Sie was machen müssen. Nach dem Anhalten wird das Motorrad mit der Handbremse festgehalten, weil Sie das rechte Bein zum Abstützen brauchen. Denn der linke Fuß muss ja erst einmal in den ersten Gang zurückschalten. Klar? Okay. Dann wechseln Sie das Standbein von rechts nach links. Denn jetzt hält der rechte Fuß mit der Fußbremse das Fahrzeug fest. So haben Sie die rechte Hand frei zum gefühlvollen Dosieren am Gasgriff. Also nochmal zum Merken. Anhalten. Handbremse. Rechts abstützen. Linker Fuß schaltet zurück. Links abstützen. Rechter Fuß bremst. Gas einstellen. Und jetzt die Übung. Umschauen, ABAB, Kupplung vorsichtig zurücklassen, bis man merkt, die Maschine will sich in Bewegung setzen, Kupplung in dieser Stellung lassen, Bremse lösen, nach etwa 4 Sekunden oder einigen Metern die Kupplung ganz langsam herauslassen, sodass das Vorderrad nicht abhebt, Füße auf die Fußrasten, sobald das Fahrzeug sich stabilisiert hat. Schnellfahren, vor allem geradeaus, ist keine große Kunst. Können erfordert Kurventechnik und richtiges Bremsen. Gerade bei Rennen kann das exakte Herunterbremsen vor Kurven siegentscheidend sein. Man muss ja nicht gleich seinen Beifahrer verlieren wie bei diesem historischen Rennen 1955 am Nürburgring, aber das schnelle Bremsmanöver muss trainiert werden. Ganz wichtig, Bremsvorgänge immer mit beiden Bremsen. Also mit Fuß- und Handbremse durchführen. Warum? Weil eine Bremse alleine einen viel zu langen Bremsweg erzeugt. Optimale Bremsenergie schafft nur gleichzeitiges Bremsen von Hinter- und Vorderradbremse. Also nochmal, anfahren nach ABAB-Regel, dann kräftig beschleunigen auf 40 bis 50 km pro Stunde, je nach Klasse, und dann mit beiden Bremsen so stark wie möglich abbremsen, ohne dass das Motorrad die gerade Linie verlässt. Wenn trotzdem das Hinterrad blockiert, ist das kein Problem. Hauptsache, Sie weichen nicht wesentlich von der geraden Linie ab. Und vergessen Sie nicht, die Kupplung zu ziehen. So, wenn Sie bis jetzt alles können, können Sie schon viel. Deshalb nehmen Sie noch einmal Ihr Übungsblatt und kreuzen. Schnell hintereinander folgende Kurven sind für den geübten Motorradfahrer sozusagen das Salz in der Suppe. Denn geradeausfahren ist auf die Dauer langweilig. Aber mehrere Kurven fordern die ganze Aufmerksamkeit und Fahrzeugbeherrschung heraus. Also lassen auch wir uns her. Und das ist die Aufgabe. Eine 50 Meter lange Strecke, die alle 7 Meter mit Leitkegeln versehen ist, soll mit 30 Kilometern in der Stunde durchfahren werden. Sehen wir aber erst einmal, mit welcher Technik man das fertigbringt. Beim Kreisfahren haben wir bereits gesehen, dass man das Motorrad in die Schräglage bringen muss. Dazu gibt es zwei Techniken. Erstens, das in die Kurve legen. Körper und Motorrad bilden eine Linie, die schräg zur Fahrbahn steht. Zweitens, das in die Kurve drücken. Bei langsamen Geschwindigkeiten, wie hier bei 30 km in der Stunde zum Beispiel, kriegt man das Motorrad nur schnell herum, wenn man aus der Hüfte heraus das Motorrad in die Schräge drückt. Hierbei bleibt der Körper senkrecht zur Fahrbahn, während das Fahrzeug abgewinkelt wird. Also probieren Sie es einmal. Und wie gesagt, nicht lenken, sondern das Motorrad aus der Hüfte herausdrücken. Klar ist, dass Sie keinen Kegel auslassen oder umwerfen, nicht zu langsam fahren und auch die Füße oben auf den Rasten lassen. Natürlich gibt es nie eine Meisterschaft, auf der man sich ausruhen könnte. Es kommt immer noch etwas schwieriger. Die Klasse 1a-Bewerber üben.
Die Strecke ist mit 80 Metern etwas länger. Dafür sind am Anfang die ersten Felder etwas weiter gesteckt. Aber Vorsicht, gegen Ende der Strecke wird's enger. Die Technik ist die gleiche. Anfahren nach ABAB-Regel, beschleunigen in den zweiten Gang, nicht lenken, sondern aus der Hüfte drücken und für den Notfall kupplungsbereit sein. Jetzt wissen Sie schon fast alles von den Grundübungen. Sie haben sozusagen das Oberseminar erreicht. Nun kommt noch etwas, das für Ihre Sicherheit unerlässlich ist. Denken Sie sich folgende Situation. Sie wollen an einem parkenden PKW vorbeifahren und plötzlich wird dessen Tür aufgerissen. Wie wird man damit fertig? Sie fahren, natürlich mit ABAB-Regel an, beschleunigen auf 40 bis 50 km pro Stunde hoch, dann bremsen Sie Ihr Motorrad mit gezogener Kupplung bis zur ersten markierten Stelle auf etwa 30 km/h ab, lösen die Bremsen, weichen um 1 bis 1,5 Meter nach links aus und kehren ohne weiteres Bremsen nach der 7 Meter entfernten Markierung wieder auf Ihre alte Fahrlinie zurück. Das Herumlenken um das Hindernis erreichen Sie wieder mit dem Wegdrücken des Motorrades aus der Hüfte heraus. Also nochmal, anfahren und beschleunigen, auskuppeln und abbremsen auf 30 km/h, Bremsen lösen, wegdrücken und zurück auf die alte Fahrlinie. Und so sieht es dann gekonnt in Wirklichkeit aus. Jetzt haben Sie es gleich geschafft. Nur noch eine Übung auf dem Weg zur Motorradbeherrschung, die hier meisterhaft in alten Rennaufnahmen aus dem BMW-Archiv gezeigt wird. Die Fahrer reiten regelrecht ihre Maschinen. Sie sind mit ihnen wie verwachsen. Doch zurück zu unserer letzten Übung. Wie in der vorigen Übung anfahren, beschleunigen auf 40 bzw. 50 km/h, 9 Meter vor dem Hindernis an der ersten markierten Stelle Kupplung ziehen, um etwa 1 bis 1,5 Meter ausweichen und wieder auf die Gerade zurückkehren. Die Kupplung bleibt so lange gezogen. So, nun haben Sie es geschafft. Wenn Sie das alles können, dann werden Sie ohne Aufregung und ohne Gefahr Ihre Ausbildung beenden. Aber auch wenn Sie den Führerschein haben, nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, um die Grundübungen zu trainieren. Denn es ist nicht nur schwer, ein Meister zu werden, man muss auch im Training bleiben. Wir wünschen Ihnen jedenfalls allzeit gute Fahrt.